Hallo, ich bin Ela von Lady Voldemort und ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Video, in dem es um das Nadelbinden an sich geht, um die Geschichte dahinter und was es mit dieser Technik eigentlich so auf sich hat. Das Nadelbinden ist nach dem Nähen wohl die älteste bekannte Handarbeitstechnik der Welt und da gibt es Funde aus fast allen Kontinenten. Die Länderbezeichnungen, die ich im Folgenden erwähnen werde, beziehen sich auf die heutigen Grenzen. Die ältesten Funde, die es weltweit so gibt, stammen aus einer Höhle in Israel und die sind circa von 8000 vor Christi, also schon wirklich verdammt alt. Die Technik, die verwendet wurde, ist Verschlingen und das Ganze wurde aus gesponnenen Pflanzengarn hergestellt. Das älteste nadelgebundene Kleidungsstück, was gefunden wurde, stammt aus China, genauer aus dem Tarim-Becken. Und es handelt sich dabei um eine Kopfbedeckung, die in etwa die Form eines Baretts hat. Und diese ist circa 3000 Jahre alt. Nach diesem Fund ist der Tarim-Stich benannt. Der sieht so aus. Ein Stich, der diesem sehr ähnlich ist, oder beziehungsweise eigentlich ist es so ziemlich die gleiche Technik, ist der koptische Stich. In diesem Stich wurden viele verschiedene Socken gefunden, die aus Ägypten stammen. Und die sind auf circa das 3. bis 5. Jahrhundert nach Christi datiert und wurden aus Wolle hergestellt. Es gibt auch viele Funde aus Nord- und Südamerika, darunter sehr häufig Funde aus Peru und auch ein Fund aus Arizona. Im Folgenden möchte ich aber gerne weiter auf die Funde aus dem europäischen Raum eingehen. Und einer der ältesten Funde aus Europa stammt aus Deutschland und circa aus dem Jahr 7000 vor Christi. Es ist ein Netzfragment und ist in der Verschlingentechnik aus Pflanzengarn hergestellt worden. Viele Funde stammen aus dem Mittelalter, beispielsweise der Mammenstich, der nach dem Ort Mammen in Dänemark benannt wurde. Dann der Oslo-Stich. Das ist dieser hier. Der wurde in Oslo gefunden und das war ein Fäustling, der auf das 11. Jahrhundert datiert wird. Und viele Funde stammen auch aus dem Ostseeraum, beispielsweise aus Schweden, Polen, Finnland, Lettland und Russland. Und davon sind auch viele im Oslo-Stich gearbeitet worden. Aber auch in anderen Ländern Europas, wie zum Beispiel in der Schweiz, Frankreich und Island, wurden nadelgebundene Gegenstände oder Fragmente gefunden. Einer der bekanntesten Funde stammt aus York und das ist der York-Stich. Und da wurde eine Socke gefunden, die in einer sehr, sehr feinen Variante dieses Stiches gearbeitet wurde. Die Socke wird auch Coppergate-Socke genannt, da sie in der Coppergate Street gefunden wurde. Das Alter wird auf circa die Mitte des 10. Jahrhunderts geschätzt und das Ganze ist aus verzwirntem Wollgarn hergestellt worden. Man weiß, dass ein Streifen am Knöchel wohl aus Krabb gefärbt wurde, aus der Krabbwurzel. Welche Färbung der Rest der Socke hat, ist nicht bekannt. Und man weiß auch nicht, ob dieser rote Streifen am Knöchel noch weiter hochging oder ob es nur diese eine Runde war. Das war es so ein bisschen zur Geschichte des Nadelbindens und zu den Funden, die es da so gibt. Und nun möchte ich euch gerne ein Buch empfehlen, durch welches ich das Nadelbinden kennengelernt habe und mir die Technik damit beigebracht habe. Das ist das Buch Nadelbinden, was ist denn das? Von Ulrike Klaassen-Büttner. Sie schreibt da drin jede Menge Informationen zu Hintergründen und der Geschichte zum Nadelbinden, zeigt Funde auf, auch mit Bildern dabei und hat auch viele Sticherklärungen und Anleitungen in diesem Buch drin, darunter auch moderne Accessoires. Das Ganze ist einfach so von mir eine Empfehlung an euch und da bekomme ich nichts für. Ich habe dieses Buch wirklich schätzen gelernt und möchte euch das deswegen gerne ans Herz legen. Eine der häufigsten Fragen, die ich gestellt bekomme, wenn ich gerade etwas Nadel binde, ist,
Stricken Sie da etwa? Aber nein, wir stricken nicht. Das Nadelbinden ist in gewisser Weise der Vorläufer des Strickens, aber dennoch eine ziemlich andere Art der Wollverarbeitung. Hier einmal ein paar Beispiele. Ein paar Mützen und ein paar Socken. Das sind so Sachen, die mit der Nadelbindetechnik hergestellt werden können. Und zwar ist das Ganze auch eher mit Nähstichen vergleichbar, denn man verschlingt mit Hilfe eines kurzen Fadens und einer Nadel das Garn in sich selbst und dadurch wird ein festes Textilstück hergestellt. Man arbeitet am kurzen Faden und nicht vom Knäuel, das ist der größte Unterschied zum Stricken und muss deshalb den Faden immer wieder anfilzen. Ein ja, gewisserweise Vor- und Nachteil beim Nadelbinden ist, dass die Arbeit nicht aufribbeln kann, da wir ja immer jede Schlinge miteinander verknoten. Mehr dazu erkläre ich in einem weiteren Video, welches ich euch gerne verlinke. Das ist, wie gesagt, ein Vor- und Nachteil, denn es kann nicht aufribbeln und somit kann es nicht sich lösen und man kann einfach weitermachen, wenn man mal eine Pause machen möchte. Der Nachteil ist, dass man jeden Stich einzeln wieder öffnen muss. Und genau, das ist so die Technik des Nadelbindens. Und da gibt es neben den bereits erwähnten Stichen noch viele weitere Stiche, die ihr ja auch hier sehen könnt. Und es gibt so eine Vielfalt an Stichen. Beispielsweise hier der Dalana-Stich unterscheidet sich grundlegend vom Marmen- oder Korgenstich. Und das ist so eine schöne Vielfalt, mit der man dann seine Accessoires oder Kleidungsstücke gestalten kann. Und somit sind wir auch schon wieder am Ende dieses Videos angelangt. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo und ein Like da lasst. Schaut doch auch gerne mal bei Instagram oder auf unserer Webseite vorbei. Die Links dazu findet ihr in der Infobox. Und weitere Videos von uns zu Stichen, zu Projekten und zu verschiedenen Techniken des Nadelbindens findet ihr in der Endcard. Falls ihr Fragen habt oder auch Wünsche, welche Videos ihr gerne sehen möchtet, könnt ihr dies gerne in die Kommentare schreiben. Und somit tschüss und bis zum nächsten Mal.